Leute, wie geisteskrank war das Spiel bitte? Wolfsburg gegen Werder Bremen, das sind 10.000 Werder-Fans gewesen. Also was wir schon grob geschätzt haben, das kam dann auch wirklich. Das war fast ein Mehr aus Werder-Fans gewesen, als wenn Wolfsburg so gut wie keine eigenen Fans hatte. Immer, was war da los? Wir haben das Stadion fast beherrscht. Das war so gut wie unsers. Wir haben da ein bombastisches Auswärtsspiel gemacht. Was hätten wir ziehen müssen normalerweise nach meiner Analyse? Die hatten eine gelb-rote Karte. Wir haben nachher die letzte Viertelstunde in Überzahl gespielt und kriegen ein 2-2, nicht zum 2-3 gedreht. Das muss man nicht mal reinziehen. Ja, gut, ich hätte mir die Pressekonferenz wieder angetan. Das war auch so eine Pressekonferenz des Grauens, das muss man ganz ehrlich sagen. Die Deichstube, die wollte sich da bessern, Tatze mal wieder nicht. Da hat Ole Werner nur seinen Stiefel runtergebetet und danach kam nur noch die Presse dran für Wolfsburg. Und der Wolfsburger Trainer musste sein Statement da abgeben. Der hätte Ole Werner auch die Hand geben können und hätte gehen können. Aus Höflichkeit ist er sitzen geblieben. Aber ganz ehrlich, das braucht man sich nicht mehr antun, diese Pressekonferenzen. Das ist nix. Naja, da brennt wohl auf jeden Fall der Baum in Wolfsburg. Das kann ja auch mit, guck mal, die verdienen hier über... Die Marktwert habe ich auf einer anderen Karte hingeschrieben. Die haben über 200 Millionen Marktwert ausgegeben. Die haben so ein hohes Budget ausgegeben. Die müssten eigentlich vom Geld her unter den ersten vier kommen. Jetzt sind die auf gut Deutsch nur auf dem 9. Platz. Mit 13 Punkten. Die liegen sowas von ihren Saisonzielen hinterher. Da brennt richtig der Tannenbaum. Und da muss man sich mal reinziehen. Die Frage muss mal erlaubt sein, ist Werder um einen Elfmeter betrogen worden? Also ich meine, ich finde die Regelung, ja, wie das aktuell läuft mit einem Handspiel, das finde ich ja überhaupt nicht gut geregelt. Das ist sau scheiße gemacht. Aber wenn jeder Verein sonst dafür einen Elfmeter kriegt in der Bundesliga, dann ist das Wettbewerbsverzerrung, wenn wir den dann nicht kriegen. Da sind wir ganz klar betrogen worden, meiner Meinung nach. Dann hätten wir hier, guck mal, ich habe euch ja gesagt, von der Taktikanalyse hätte Werder das Spiel ziehen müssen. Da habe ich mich ja im letzten Video noch gegen Ende des Videos ja noch korrigiert. Da stand hier erst ein 2-2 und dann habe ich ja für Werder ein 2-1 getippt gehabt. So, und wir waren auch kurz davor, das Spiel zu ziehen, weil das zu unseren Gunsten eigentlich gekippt ist. Die haben, wie gesagt, eine gelb-rote Karte gezogen. Wolfsburg, die waren so ab der 66., 70. Minute waren die platt. Die konnten nicht mehr. Das hat der Kovac, der Trainer von Wolfsburg, auch nachher zugegeben. Die waren da fertig. Was ich euch in der Taktikanalyse erzählt hatte, hier, die mussten unbedingt in die Offensive gehen und Werder musste versuchen, eigentlich hinten den Bus vom Tor zu parken, damit die Wolfsburger quasi kommen und wir die auflaufen lassen, dass wir die kämpferisch niederringen. Und dann wusste man, die sind nicht fit. Obwohl das ungewöhnlich ist für die Mannschaften von Kovic, normalerweise sind die alle fit, aber die sind halt nicht fit. Die können nur so bis zur 60. Minute und dann sind die fertig. Und dann kippt das Spiel für die gegnerische Mannschaft, in dem Fall für Werder Bremen. Und deswegen hatte ich mich auch nochmal korrigiert gehabt, besonders weil da auch wichtige Pfeiler ausgefallen sind. Die haben gar nicht gespielt. Die haben hier der Wind, der 8 Tore geschossen hat von den 13, die Wolfsburg überhaupt geschossen hat. Der war nicht wirklich fit, der hat zwar gespielt, der konnte aber nicht so wirklich schnell laufen, war einfach, den aus dem Spiel rauszunehmen. So, und danach kam da nicht mehr viel von. Also die Tore, die Wolfsburg geschossen hatte, gut, von Werder auch, muss man fairerweise auch anerkennen, die sind so mehr aus nichts gefallen, wenn man sich das Spiel mal anguckt. Also das war echt ein brennendes Spiel gewesen. Das hatte sich wirklich in sich gehabt, das muss man mal fairerweise sagen. Wir hatten Ballbesitz, hatten wir 43,5%. Die hatten 56,5%. Dann hatten wir Schüsse aufs Tor, hatten wir 9, die 11. Schüsse neben das Tor hatten wir 4, die 3. Freistöße hatten wir 14, die 15. Eckbälle hatten wir 2, die 5. Abseits sind wir 6-mal gelaufen. Da kann man mal sehen, wie offensiv wir da waren. Die 1-mal. Einwürfe hatten wir 17, die 20. Gehaltene Schüsse hatten jeweils beide 2 Torwerte und die Freistöße hatten wir 4 und die 7 und Fouls, ja, da sind wir fast gleich, da hatten wir 16, die hatten 15. Ich kann ja mal kurz vorlesen, wie die Tore gefallen sind. So, quasi in der 7. Minute schießt Marvin Dutsch das 0-1 für Werder.
Dann in der 37. Minute, das 5-1-1, macht das der Schening. Dann kippt das Spiel für Wolfsburg und gegen Werder in der 59. Minute zum 2-1 durch Kapasidis. Und dann haben wir noch Glück, in der 65. Minute trifft dann nochmal Raphael Borel zum 2-2. So, und dann passiert ja die gelb-rote Karte von Larodnitz von Wolfsburg. So. Alleine schon Dusch schießt ein Traumelf-Freistoß rein. Das war ein bombastischer Hammer, den er da reingezogen hatte. Das lag aber auch mehr daran, dass der Ersatztorwart von Wolfsburg die Mauer echt scheiße aufgestellt hatte. Deswegen war das auch so ein bombastisches, das war quasi eingeladen zum Torschießen. Das muss man mal fairerweise auch dazu sagen. Das wird dann nachher im Artikel nicht mehr erwähnt, das war aber so. Das ist nur gefallen, weil da machte der Ersatztorwart von Wolfsburg so einen riesen Patzer. Deswegen ist das Tor überhaupt gefallen. Aber das war sehr nice, das muss man mal fairerweise sagen. Ja, dadurch ist Werder durch das Unentschieden, sind die jetzt quasi auf dem 12. Platz und haben 10 Punkte. Ja, und Wolfsburg, wie gesagt, der Niko Kovac wird zitiert, im Moment ist es nicht leicht, nach 4 Spielen in Serie ist die Stimmung sehr ernst und sehr angespannt. So, Dutsch sagte, ja, das war eine Bewerbung für die Nationalmannschaft. Und das ist eine Einladung für den Nagelsmann, den aktuellen ja, Bundestrainer. Da muss man sich überlegen, dass der Bundestrainer geworden ist. Also in so einem jungen Alter schon, aber gut. Ja, dass er den quasi mitnimmt. Dass er quasi dann das Spielsystem ändert. Dass er wieder mit seinem Füllkrug zusammenspielen kann. Dass die eine Doppelspitze spielen. Das wäre nochmal für die WM sehr interessant. Also das wäre geil, wenn das ein, ja gut, Werder-Duo, ja, wie sagen wir Werder-Duo dazu, unser altes Werder-Duo, vorne dann uns nachher zum Sieg schießen würde und wir holen nachher den Titel. Also dann mache ich mich ja kaputt. Ja. Wie gesagt, aus der Pressekonferenz war leider nicht viel rauszuholen. Das ist wie zu Halloween eine Pressekonferenz des Grauens gewesen. Es gibt nochmal ein allgemeines Zitat. Wolfsburg und Werder trennen sich 2-2 und teilen sich die Punkte, was letztens auch ein gerechtes Ergebnis ist. In einer über nur wenigen Phasen wirklich richtig temporeichen Partie fielen fast alle Tore nahezu aus dem Nichts. Die Teams gingen gegen Ende nicht mehr ins Risiko, deshalb gab es dann auch keinen gefährlichen Torabschuss mehr. Und das stimmt. Also am Ende ist Ole Werner, wie wir es immer kennen von ihm, auf Nummer sicher gegangen. Und da hätte er ein bisschen All-In gehen müssen. Da hat sich der Dutsch ja nachher auch noch tierisch drüber aufgeregt gehabt. Wenn man dann nach dem Spiel noch mal ein bisschen weitergeguckt hat. Und auch der Zetterer nachher im Interview hat das auch nicht ganz verstanden. Das Spiel ist ab der ja, 60. 70. Minute echt gekippt. Weil die waren ja auch mit einem Mann weniger. Die waren sowieso fertig und platt, die Wolfsburger. Obwohl man sich das mal reinziehen müsste. Ja? Die haben so viele Leute zum Auswechseln. Du hast fünfmal auswechseln, das haben die auch getan. Werder, die haben nur dreimal ausgewechselt. Und Wolfsburg war platt. Das muss man sich mal reinziehen. Also so eine Supermannschaft, die dann so fertig ist, nur weil sie da jetzt einmal DFB-Pokal gespielt haben gegen Leipzig, können die nicht mehr. Ja. Kannst du keinen erzählen. Überleg das mal jemanden, der 40 Stunden irgendwo arbeiten geht. Und die spielen auf gut Deutsch 90 Minuten am Wochenende und haben dann in der Woche mal ein, zwei Stunden Training. Aber denen ist ja so viel Training ausgefallen, wie Kovac ja sagte. Ja, da stand die Regeneration am Vordergrund. So kannst du keinen weiß machen, aber gut. Jedenfalls von der Taktik her hätten wir sie am Ende überlaufen können. Die haben, wie gesagt, ihr Tiki-Taka-Spiel gespielt, wie wir das vorausgesagt haben. Werner konnte wunderbar die Zentrale kalt stellen, weil der Arnold den ja wohl dann doch nicht gespielt hat. Da gibt es ja auch Riesenstreit mit seinem Trainer, weil das ja eigentlich der Kapitän ist und der darf nicht spielen. Da brennt auch richtig der Baum. Ja, wer weiß, ob der Kovac noch lange so Trainer bleibt, weil die Erfolge stellen sich nicht wirklich ein, ne? Außer jetzt ein DFB-Pokal.
Also da sehe ich schon bald den nächsten Trainer, der fliegt. Das ist genauso wie Union Berlin. Die haben auch 12 Spiele in Folge verloren. Die halten an den Trainern noch fest, weil sie mit denen aufgestiegen haben und so viel erreicht haben. Aber das ist so ähnlich wie damals Werder Bremen und Thomas Schaaf. Auch wenn man den Leuten viel zu verdanken hatte, aber am Ende haben die die Mannschaft nicht mehr erreicht. Und dann musste man das wechseln. Thema war ja nochmal Baumann-Nachfolger, ist vom Spiel nochmal angesprochen worden, ob das jetzt doch der Clemens Fritz wird. Ich meine, der saß ja auf der Pressekonferenz und grinste ja in die Kamera, wie eine Katze, die gerade den Kanarienvogel gefressen hat. Ne? Ich meine, der ist in einer Pole-Position, das kann ich mir schon vorstellen, dass der das wird. Der ist eingearbeitet. Warum willst du einen externen nehmen, der ist in allen Abläufen, ist der gut geschaltet? Ich kann mir höchstens vorstellen, dass wenn er den Managerposten hat, dass er sich dann quasi jemanden dazu nimmt für seine alte Position, dass sie da nochmal jemanden für holen. Das könnte ich mir vorstellen und dass sie da auch wieder so eine Art Duo bilden, aber wo natürlich denn Clemens Fritz das letzte Wort hat. Das kann ich mir vorstellen. Alles andere macht da gar keinen Sinn, dann einen externen reinholen. Der muss in die Abläufe erstmal eingearbeitet werden. Man sagt ja immer, die Werder-Familie, wenn du keinen Werder-Hauch hast, dann kommst du da gar nicht erst rein. Aber ich denke, in dem Fall fährt Werder da, glaube ich, gut mit, dass sie jemanden haben, der eingearbeitet ist. Und ich glaube, dass der auch schon jetzt in den letzten 2 Jahren, der sehr viele Transfers auch mit entschieden hat und der Baumann hat in der Hand noch die Unterschrift runtergesetzt. Weil ich hatte schon das Gefühl gehabt, ein Jahr zweite Liga gibt es ja eine DVD von, oder Blu-ray ist das, glaube ich, sogar, dass der Baumann eigentlich fertig ist, geistig und nervig, dass er dann einfach nur noch seinen Vertrag erfüllen wollte und wahrscheinlich damals schon entschieden hat, du, ich bringe die jetzt nochmal wieder hoch in die erste Liga und stabilisiere den Verein. Und wenn das alles gut geht, dann möchte ich eigentlich gehen. Und ja, so kommt mir das vor. Das ist meine Analyse gewesen. Wie gesagt, erstmal heute ein bisschen verspätet. Wer die anderen Videos gesehen hat, weiß ja warum. Ich war ja nicht zu Hause. Und schönen Gruß hier von mir aus nochmal an meine Freunde. Und ja, dann sehen wir uns Samstag, gell? Mein Schatz. Tschüss.